Yeah, Leute, es geht natürlich immer noch weiter hier in der Kampfzone bei Pokémon Heart Gold. Zuletzt ging es ziemlich rasant zu im Kampfsaal, da habe ich gegen die Saaldieber Agenta gewonnen. Und somit besitze ich jetzt schon 2 Silberfotos und möchte mir natürlich jetzt mein drittes verdienen. Und das wird hier im Kampfpalast der Fall sein. Hoffentlich. Ah, seht es euch an, ist das hier nicht wunderschön, ein richtig schönes Schloss? Und auch hier gibt es wieder 7 Kämpfe nacheinander zu gewinnen. Doch hier habe ich natürlich wieder so oft schon teilgenommen, dass dann eben als nächstes, als 7. Gegner dann die Kampfchoreografie wieder kommt. Aber ich muss es natürlich erstmal bis dorthin schaffen. Und auch das Kampfpalast ist in seiner Art und Weise ziemlich besonders. Willkommen im Kampfpalast. Ich stehe dir bei den einzelnen Doppelkämpfen helfend zur Seite. Beachte bitte, dass diese Kämpfe nur für einen Trainer gedacht sind. Welche Herausforderung möchtest du dich gerne stellen? Also im Einzelkampf wie immer. Bitte Pokémon auswählen. So, hier darf ich jetzt wieder mit meinen eigenen Pokémon antreten. Wie immer. Außer in der Kampffabrik, aber die kommt ja erst noch. So, und ich glaube, ich werde es mit diesen 3 Pokémon probieren. Mit Tornupto, mit Xerox und mit Machomai. So, ich denke, damit werde ich hoffentlich gute Chancen auf einen Sieg haben. Ja, also ich hoffe es zumindest. Sonst sieht's schlecht für mich aus. So, speichern muss ich natürlich, ich weiß. Und dann kann es auch gleich losgehen. Hier entlang bitte. Willkommen. Alex, die getragenen Items deiner Pokémon sind abzugeben. Du bekommst sie zurück, wenn du das Palast wieder verlässt. Ich habe auch noch 10 Palast-Punkte, PP, für die ich die nur hier einsetzbar sind. Bitte lege fest, was du tun möchtest. So, und ihr seht jetzt, dass ich 151 Palast-Punkte besitze. Das ist ganz einfach, weil man kann glücklicherweise alle Palast-Punkte, die man am Ende einer Siegesserie besessen hat, mitnehmen und in der nächsten Teilnahme wieder verwenden. Und deswegen habe ich halt dementsprechend schon wieder 151 Palast-Punkte und das wird mir auch zugute kommen. Und ihr seht ja, ich habe jetzt hier 3 Optionen. Ich habe selbst, Gegner und Kampf. Nun gut, bitte weitergehen. Die Zeit ist gekommen, um die Ergebnisse meiner Forschung zu testen. Eine Herausforderung von Forscher Eirik. Und er beginnt mit einem Dragonier. Oh mein Gott. Warum denn gleich so ein Pokémon? Ist ja mal richtig fies. Da tausche ich am besten gleich mal aus auf Machomai. Wegen dem Eishieb. Ist ja fies. Fängt er gleich mal mit einem Drachen-Pokémon an, der Sack. So. Slam. Das ist ja lächerlich. So. Jetzt bin ich dran. Eishieb. Oh, Drachentanz. Es versucht sich zu boosten. So, Angriff steigt, Initiative steigt, aber jetzt take this, Ice Heap! Sehr effektiv und dank des Muskelbands noch um 10% stärker und dadurch ist Dragonier im Popo. Jetzt nicht wieder das böse Aber zu sagen. So, Dragonier hat schon mal erwischt. Kecleon, okay. Da kann ich auch eine fiese Taktik anwenden, weil Kecleon hat ja diese ganz besondere Fähigkeit, na, wie heißt jetzt nochmal Farbwechsel? Da kann es ja, wenn es von irgendeiner Attacke getroffen wird, den Typ dieser Attacke annehmen und dann ist es kein Normal-Pokémon mehr, sondern zum Beispiel, wenn ich jetzt Eishieb einsetzen würde, ein Eis-Pokémon. Aber ich glaube, ein Wuchtschlag sollte es eigentlich eh besiegen können, also... Aeroas, was zur Hölle? Nein, du kannst keine Aeroas einsetzen, du Mistvieh! Nein! Fies! Wuchtschlag, das willst du büßen! So, wenn es jetzt besiegt ist, ist das gut und das ist es! Sehr gut. So, drittes Pokémon ist ein Marshock. LOL. Ein gegnerisches Marshock. Na gut. Wuchtschlag. Ich weiß, das ist jetzt nicht sehr effektiv, aber es wird zu 100% verwirrt. So, es hat mehr als die Hälfte verloren. Alter, was zur Hölle? Wow, das hat ganz schön was abgezogen. So, Marshock wurde verwirrt. Es ist verwirrt und es hat sich vermutlich selber verletzt. Haha, und damit hat es sich selber ausgenockt. Voll Idiot und ich habe gewonnen.
Nein, nein! Und dafür habe ich meine Jugend geopfert. Ja, scheinbar. Pirenus, PP für diesen Trainer, sofort! Gut gemacht, Alex. Das war ein ziemlich beachtlicher Sieg. Lady Cadley hat mich angewiesen, dich mit 27 PP zu belohnen. Als nächstes Vollkampf Nummer 2. Bist du bereit, oder? Na klar! So, und bezüglich der PP gibt es einige Faktoren, die beeinflussen, wie viele Paris-Punkte man nach einem Kampf bekommt. Das hängt von sehr vielen Faktoren ab. Zum Beispiel, wie viele AP habe ich in diesem Kampf benutzt? Es gibt zum Beispiel so einen Multiplikator, wenn ich maximal 3 AP für den ganzen Kampf nur verwende, kriege ich halt mehr Paris-Punkte, als wenn ich jetzt 5 AP verwenden würde oder sogar noch mehr. Und dann noch natürlich, wie viele Pokémon noch volle KP haben, wie viele schon besiegt sind. Das würde dann natürlich das wieder reduzieren. Und sogar, wenn man jetzt wirklich so drauf ist, dass man jetzt sagt, ja, ich will, dass die Pokémon des Gegners um 5 Level stärker werden, dann würde mir das sogar einen Bonus einbringen, weil es ja dann schwierig ist, solche Pokémon zu besiegen. Aber ich glaube, darauf kann ich mal verzichten. So, ich sage mal selbst... Und sage jetzt natürlich hier bei Machima, weil das sollte ja, wenn das schon volle KP haben, heilen. So, AP brauche ich dabei ehrlich gesagt noch nicht, also reicht nur KP wiederherstellen, das kostet 10 PP. So, KP von Machima wurden wiederhergestellt und Ende. Und Kampf. So, nun gut, bitte weitergehen. Und so geht das jetzt immer so weiter, bis ich beim 7. Kampf bin, dann kommt die Kampfkoryphäe. Also das kann noch ein Weilchen dauern. Wenn ich die Augen schließe, kann ich deine Lilia sehen. Komm schon! Ja, ich werde die Augen aber für diesen Kampf nicht verschließen. Ich werde sie weit aufreißen, dich damit zu Tode starren, Schwarzgurt Einar! So, ein Bidifas. Ist ja lame. So. Sonnentag! Was, Ruckzuckhieb? Lächerlich. So, Sonnentag, habe ich gesagt. Warum kann es vor mir angreifen? Ist ja voll fies, wir sind doch eh auf demselben Level. Tanupto müsste doch schneller sein. So, jetzt mache ich einfach einen Solarstrahl. Hey geil, jetzt bin ich auf einmal schneller, merkwürdig. So, für dich. Und das muss jetzt ordentlich wehtun, weil das ist sehr effektiv. Und... Ding Dong! So, das war die K.O.-Glocke für Bidifas. Gleißendes Sonnenlicht, was kommt nun? Es ist... ein Krebotag, na bitte. Habe ich wieder Glück? Solarstrahl. In your Krampface! Sieht eh voll komisch aus mit diesen blauen Lippen. Ja, das ist meine Überraschung für alle gegnerischen Wasser-Pokémon, mit die niemals rechnen und schon ist Krebotag hin. Endgeil. Das ist so geil, dass der Nupto Solarstrahl überhaupt lernen konnte per TM. So, und jetzt noch ein Mashok. Hatten wir doch vorhin gerade. Na gut. So, dann nehme ich jetzt aber keine Solarstrahl, dann nehme ich einfach einen heißen Flammenwurf. Der jetzt um 50% stärker ist wegen dem Sonnentag. Und sogar nochmal 50% eigentlich wegen dem Step-Bonus, also 100% stärker. Das heißt, das kann es unmöglich überleben. Und das hat es nicht. Edgy Badge gewonnen. Ich tadle mich selbst für meine Mangel an Sorgfalt. Ja, und jetzt kannst du schön die Augen zumachen und einfach gehen, aber bloß nicht stolpern. Pirenus, BB für diesen Trainer sofort. Ja, gut gemacht, Alex. Das war ein ziemlich beachtlicher Sieg. Lady Cadley hat mich angewiesen, mich 28 PP zu belohnen. Dankeschön. Zu gütig. So, Kampf Nummer 3. Fortfahren. So, 151 PP habe ich wieder. Und das ist halt auch eben das Besondere am Kampfpaar. Das ist nämlich die einzige Einrichtung, wo eben die Pokémon nicht nach jeder Runde geheilt werden. Weder die KP noch die AP. Dafür sind die Paris-Punkte da. Und sollte es passieren, dass eines meiner Pokémon besiegt wird, dann wird es zu Beginn der nächsten Runde zwar wiederbelebt, aber es hat dann nur ein einziges KP. Also müsste ich dann immer noch PP opfern, also ausgeben, um es wieder zu heilen. So, Tanuk, du musst aber eh geheilt werden. Ich will, dass meine Pokémon bei voller Gesundheit bleiben, also heilen. KP wiederherstellen reicht dabei mal. So, 10 PP, wunderbar, ich habe immer noch 141, wunderbar. Und weiter. Nun gut, bitte weitergehen. Kann vielleicht sein, dass ich den Part ein bisschen überziehe, weil das ein bisschen dauert, aber wurscht. Wieso ich Pokémon aufziehen? Weil sie existieren. Ja, beste Antwort ever, weil sie existieren. Das ist so schlau wie Weltbaum, hä? So, Pokémon-Züchter Daniele hat ein Golbat. Alles klar. Same Tab,
Same procedure as every year, James. Oder besser gesagt, Tornupto. Sun Attack. Zen-Kopfstoß. Okay. Gut, dass ich nicht auf Machu mehr gewechselt habe, weil das hätte ganz schön wehgetan. Leistendes Sonnenlicht. So, jetzt gibt's wieder richtig heiße Flammen in deine offene Fresse. Der ist so richtig schön in den Mund ran. Scheiße, ist das heiß, das tut weh. So, und bitte abstürzend Golbat. Dankeschön. Jawohl. So muss das sein. Sonntag war auch eine gute Idee. So, und ein Kamerupt. Uiuiuiui. Ein Kamerupt. Naja. Erdbeben. Was zum... Was ist das? Kamerupt setzt Eruption ein. Oh shit. Und das ist jetzt auch noch stärker wegen dem Sonntag. Aber das ist Feuer gegen Feuer. Das ist nicht gerade stark. Fick dich! Du verdammtes Asshole! Ja, das war aber zu stark. Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Warum durfte ich auch nicht zuerst angreifen? Macho mal! Ja, Scherox, bin ich bescheuert? Hallo? Eine Eruption Scherox? Das geht nicht. Wuchtschlag. So, voll in die Fresse. Das willst du büßen. Jetzt kriege ich natürlich leider weniger Paris-Punkte, weil ein Pokémon von mir besiegt wurde. Und Kamerupt hat es leider überlebt, aber es wurde ja verwirrt. So, bitte greif dich selber an. Na gut, Eruption ist jetzt zum Glück nicht mehr so stark, werdet ihr gleich sehen. Weil es ja fast keine KP mehr hat. Und das ist ja das Besondere an der Attacke. Je weniger KP, desto schwerer. Seht ihr, wie wenig das abgezogen hat, sogar... Obwohl noch die Sonne scheint. Obwohl die Sonne scheint. So, Steinkante. Take this. Und tschüss, du olles Kamel. So, Sonnenlicht ist nach und jetzt noch ein Venofliebis. Das ist kein Problem. Das mache ich doch fertig. Mit einem Eishieb. Richtig schön kalt. Kühl und erfrischend in diesen heißen Sommertagen ist der Eishieb. Ist eigentlich eh komisch. Warum bitte... Oh, warum hat das jetzt bitte überlebt? Samenbomben. Voll die perverse Attacke. Samenbomben. Ich denke schon wieder zu versaut. Ey, Vorsicht. Eisheap. Nee, ich wollte... Ich meine halt... es heißt Feuerschlag und Donnerschlag, aber warum Eisheap? Warum nicht Eisschlag? Das verstehe ich nicht. Warum ist die eine Attacke anders betitelt? Aber egal, ich habe gewonnen, das zählt. Das reicht doch nicht als Grund, sagst du. Das sehe ich aber anders. Das interessiert dir keinen, verbiss dich. Berenus, BB für diesen Trainer sofort. So, klasse, Alex. Ein harter kämpfter Sieg, nicht wahr? Und jetzt kriege ich nur 18 PP. Seht ihr? Weil leider eben mein Tornupto besiegt wurde. Aber gleich nicht mehr. So, deine kampfunfähigen Pokémon werden wiederbelebt. Dankeschön. Und Kampf Nummer 4 kommt als nächstes, aber erstmal selbst. Deswegen ist es halt immer wichtig, dass man ganz viele PP in der Rückhand hat. So, Tornupto ist jetzt mit einem KP wieder im Rennen, aber jetzt sage ich mal heilen. Alles wiederherstellen. Das kostet 12 PP, aber dafür werden auch die AP wieder aufgefüllt. Obwohl, das bräuchte ich eigentlich noch gar nicht. Nee, komm, KP wiederherstellen reicht erstmal. So, KP sind wieder voll und dasselbe mache ich jetzt auch noch bei Machomai. So, alle wieder voll und ich habe immer noch 139 Paris-Punkte übrig. Super. Also, ja, wie gesagt, beim Gegner, ich lasse mich lieber überraschen, was der für Pokémon hat. Also, Kampf. So, nun gut, bitte weitergehen. Große unsichtbare Kraft, ich bitte dich um Hilfe. Diese Kraft existiert gar nicht, das wirst du gleich feststellen. Psycho-Emmy, mit deinem Kadabra wirst du mich niemals besiegen. Auf gar keinen Fall. Erdbeben. Was, Reflektor? Ach nö. Du bist doch scheiße, warum Reflektor? Fiesmann, jetzt sind alle physischen Attacken schwächer, aber deine physische Verteidigung ist eh für den Arsch. Vielleicht haut's dich auch so um. Muah, Volltreffer, jetzt muss ich auslachen. Muah. Was für ein Trottel. Oh, ein Lunastein. Ein Lunastein. Sonnentag. Da kann ich nämlich mit Erdbeben nicht brausen gehen, weil das hat ja Schwebe als Fähigkeit. Kosmikkraft. Verteidigung steigt. Spezialverteidigung steigt.
Aber das lässt mich völlig kalt, denn jetzt wird's heiß. Nee, eigentlich ja, wird's nicht heiß, es wird einfach richtig grell. Der Solarstrahl, denn der ist richtig schön hell. Also go to hell. Oh, schade, der Mond ist noch da. Antikraft, ach nö! Warum denn Antikraft? Du bist doch echt ein fieses Stück. Wow, 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 das war knapp. Das war sogar knapper als knapp. Warum können die so... Ja, Gesteinsattacken sind für Tunuki ziemlich gefährlich. Aber... So ist das normal. Solarstrahl. So, und jetzt verpiss dich. Es ist Zeit, dass der Mond untergeht. Und tschüss. Mistvieh. Ist eh voll hässlich. Sonnenfell ist viel hübscher. So, und jetzt noch ein Gierer, fahrig Gierer. Nee, Blödsinn, es ist so geil, der Name, Girafarik, lest den mal von hinten nach vorne, kommt auch Girafarik raus, das nennt man Palindrom. So, Flammenwurf. Haben sie sich aber so einfallen lassen, ne? Ein Pokémon-Namen, der von vorne nach hinten gelesen, also von hinten nach vorne gelesen, von vorne nach hinten, genau gleich ist, ein Volltreffer und Girafarik ist erledigt und ich habe gewonnen. Oh, große unsichtbare Kraft, warum hast du mich nur im Stich gelassen? Ja, weil es die gar nicht gibt. Pirenus, BP für diesen Trend sofort. So, wie viele bekomme ich dieses Mal? 27, na das ist schon besser als nur 18. Jetzt ist ja auch kein Pokémon komplett besiegt worden. Sehr schön, also das macht schon eine Menge aus. Als nächstes folgt Kampf Nummer 5. Okay, fortfahren. 166 BP selbst. So, aber ich glaube jetzt wäre es besser, wenn ich jetzt bei Tornupto sage, heilen, alles wiederherstellen. Also auch AP, das kostet nur 12 Palispunkte, also bitte... Dankeschön. So, 155 PP habe ich und Ende. So, ich könnte aber auch mal so fies und jetzt sagen beim Gegner. Weiß nicht. Können wir doch mal schauen, welches Pokémon das jetzt ist. 1 PP kostet das ja nur. Aha, ein Dodri. Okay, ein Dodri. Und ein Omot. Und ein Chanera. Okay, jetzt habe ich mir alle Pokémon mal zeigen lassen, aber ich weiß noch nicht, welche Attacken sie können. Aber das ist mir ehrlich gesagt auch wurscht. Die mache ich trotzdem alle fertig. Also Kampf. Zeit für eine kleine Prügelei, lass die Show beginnen! Eine Herausforderung von Pokémon-Züchter Giacomo. Okay. Sehr italienischer Name, ne? Café con Giacomo, Solo con Giotto. Wir kennen die Werbung. So. Sonnentag. Boah, Schnabel! Boah, Schnabel. Tornupto schreckt zurück. Ich verfluche dich. Weißt du das eigentlich? Finte. Hätte ich den Sonntag lieber lassen, aber egal, jetzt greife ich eh mit Flammenwurf an. So, Vorsicht, Vorsicht! Flammenwurf! Das wirst du büßen, du Missgeburt! Du dreiköpfige Vogelmissgeburt! So, das hast du jetzt davon! Haha! So. Chanera! Jetzt kommt dein süßes Chanera! Erdbeben! So, wir wissen ja alle, die... Die physische Verteidigung eines Scharnier und auch eines Heiterer ist extremst schlecht. Im Gegensatz zur speziellen Verteidigung. Also, das wird es, glaube ich, umhauen, selbst wenn es so sau viele KP hat, wie es eben hat. Hat nämlich eine verdammt hohe KP-Basis, aber das alles hat eine Eierbombe auf mich geworfen. Boah, Volltreffer aber mit 7 KP überlebt. Das war knapp. Nochmal Erdbeben. So, der Tornupto ist immer noch im Rennen. Wenn es jetzt besiegt wird, wäre das blöd, dann verliere ich ja Palispunkte, die ich bekommen könnte. Also tschüss! So, jetzt kommt ja noch Omot. Ich hoffe, ich darf vorm Omot angreifen, bitte. Flammenwurf. Ja, darf ich! So, also stirb! Ich lasse mich doch hier nicht verhohnepiepeln! Das geht doch nicht! So... Hauptsache es bleibt am Leben und Omot ist hinüber! Die Motte macht's nicht mehr. Ah, welch eine Demütigung! Schnell raus aus dem Rampenlicht! Ich brauche einen Kaffee! Und ich brauche ein bisschen, ihr wisst schon, diese komischen Kügelchen da. Pirenus BP für diesen Ritt sofort, los! Ja, gut gemacht, aber ein ziemlich beachtlicher Sieg. Und 27 BP! Das ist okay.
So, als nächstes kommt Kampf Nummer 6. Also nur noch den einen und dann kommt die Kampfkoryphäe. So, aber natürlich ganz wichtig, selbst. Und heilen, KP wiederherstellen, ja. So, alles wieder full. Puh, ja, dabei läuft es ja noch ganz gut für mich. So, ich könnte aber theoretisch auch wieder sagen, und mittlerweile interessiert es mich doch irgendwie. Da kann ich mich nämlich besser darauf vorbereiten, zumindest um zu wissen, welche Pokémon es sind. Kostet nur 1 PP, bitte. So, ein Knaxl, ach du Scheibenkleister. Ein Knaxl, mit einem Drachen-Pokémon, ich weiß. So, und schon wieder ein Kamerupt, ey, das kann nicht wahr sein. Und ein Luxio. Na gut, Luxio kann ich mit Erdbebenblatt machen. Kamerupt ja theoretisch auch, aber wenn das wieder Eruption kann... So, warte mal, Bericht? Level? Zurück? Wieso, warte mal, Bericht? Rang Plus? Achso, das einzelne Attacken, Rang Plus. Das kostet 50. Aber ob das so schlau ist, dass ich das jetzt weiß? Nee, komm, das lassen wir lieber, ich lasse mich überraschen. Aber ich könnte eines machen, ich könnte jetzt mal richtig fies sein. Ich könnte jetzt sagen Level. Und könnte sagen Level minus 5. So assi bin ich jetzt und sage jetzt einfach mal bei Kamerupt für 15 PP bitte auf Level 45 runterdrücken. Und dasselbe auch noch bei Knaxl. Und bei Luxio ist es mir, glaube ich, eher wurscht. Obwohl, naja doch, ich lasse es. So, ich will hier schließlich gewinnen. Es ist erlaubt, Leute, es ist erlaubt. Das ist vielleicht eine feige, lähme Taktik, aber das ist mir egal. Ich will gewinnen. So. Ich muss sicher sein, dass ich in die letzte Runde komme. Um so weit zu kommen, musste ich Opfer bringen. Eine ganze Menge Opfer. Und du bist das allergrößte Opfer hier. Da war so ein von Kämpferin Trina. So, Knaxl, erstes Pokémon. Aber nur Level 45. So, aber ich tausche lieber trotzdem mal aus auf Machomai wegen dem Eishieb. Also, komm zurück. Los, Machomai. Macho, Macho Man. Sandwirbel in meine Augen. Aber ich glaube, das wird auch nichts nützen, weil ich ja die Fähigkeit Schildros habe. Müssen die Attacken trotzdem immer noch treffen. So, Eishieb. Drachengut, na gut, das zieht immer 40 KP ab. Das ist jetzt nicht so schlimm. Das ist so eine Attacke, die immer Schaden macht. So, Ice Heap. Das ist sogar viermal so effektiv. Nein! Nein! Es trägt eine Kreuerbeer und Schwächtekraft von Eis um 50%. Du Missgeburt. Aber das hat nichts genutzt, weil es war ein Volltreffer. Volltreffer. So, jetzt kommt Kamerupt. Und Kamerupt wird gleich umgerupt mit einem Wuchtschlag. Take this. It's dangerous to go alone. Take this. So, und hat es das überlebt oder nicht? Hat es leider ganz knapp. Voll fies. Was passiert jetzt? Achso, es hält mit Hilfe vom Fokusband durch. Tö, ist ja gemein. Aber es wurde verwirrt. Es ist verwirrt. Und ehrlich. Na klar, jetzt verbrennt es mich auch noch. Sag mal, willst du mich... Du willst mich ärgern, echt. Du willst mich echt ärgern. Das kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Steig an den Knacks! Und tschüss! So, Verbrennung schadet Machomai. Leider, leider. Und jetzt kommt Luxio! Wuchtschlag! Entweder ist es jetzt hin, wenn nicht, ist es verwirrt. So, komm schon. Und nein, leider noch da, aber verwirrt. Ey, die greifen sich alle mich selber an. Jetzt werde ich noch verwirrt hier. Angeberei. Ich geb dir gleich Angeberei, Alter. Also mal hallo. Was soll das denn? So, ich kann es mir jetzt nicht leisten, dass sich Machi mir selber aufs Maul haut. Also tausche ich jetzt wieder zurück auf Tornupto. So, Machi, es ist gut, komm zurück. Streng dich an, Tornupto. So, komm, bitte greif dich selber an. Nein, Biss. Na gut, das ist jetzt nicht so schlimm. So, ich hoffe, ich kann vor Luxio angreifen mit einem Erdbeben. Ja, damit habe ich gewonnen. So, jetzt kommt es dann drauf an. Ich hoffe, ich kann den nächsten Kampf auch für mich entscheiden. Sonst sehe ich echt alt aus. Was muss ich denn noch opfern, um dich besiegen zu können? Im Prinzip gar nichts, weil das nützt dir sowieso nichts. Pirenus, bewirf für den Trainer sofort.
So, gut gemacht, das war ein ziemlich beachtlicher Sieg. Und nochmal 25 PP, alles klar. So, Glückwunsch Alex. Deine andauernde Serie wird dir eine Empfehlung einbringen. Die Besitzerin dieses Palais verlangt, dass du nun gegen den Kammerdiener antrittst. Du bist doch vorbereitet, oder? Na klar. So, aber mit den 160 PP, dem muss ich natürlich noch was machen, selbst. Erstmal Pokémon heilen. Heilen. Ja, alles wiederherstellen, das wird, glaube ich, eh wurscht sein. Ich sag nur KP wiederherstellen, ich kann das alles noch oft genug benutzen. Aber wichtig ist hier jetzt bei Machima heilen, alles wiederherstellen. So, gut, Ende. Nun gut, bitte weitergehen. Willkommen. Ich bin Pirenus, wie du weißt. Ich bin der Kammerdiener. Für Lady Cadlea, meine Herrin, ist eine Niederlage keine Option. Sie kann aber aus einem nicht näher ausführbaren Grund nicht antreten. Daher werde ich an ihrer Stadt kämpfen. Ich werde dich sicher nicht unterfordern. So viel steht fest. En garde! Eine Herausforderung von Kammerdiener Pirenus. Und er beginnt... mit Hundemon. So, los, Tunupto. Was ich auch ziemlich geil und interessant finde, diese Cadlea da, die er ja, beschützt und für die er jetzt antritt, die wird ja in Schwarz und Weiß ein Mitglied der Top 4 der Einhaltregion. Also das ist richtig geil. Die wird quasi von einer Kampfkoryphäe mehr oder weniger zu einem Top 4-Mitglied in einer anderen Region. Finde ich ziemlich interessant. So, dieses Hundemon haben wir ja gesehen, das hat was richtig Fieses, nämlich einen Fokusgurt. Das heißt, wenn ich es jetzt mit einer einzigen Attacke bei vollen KP besiegen sollte, dann bleibt ihm durch den Fokusgurt genau ein KP übrig. Und das wäre natürlich nicht sonderlich toll. Und deswegen werde ich jetzt einfach mal einen Flammenwurf benutzen, um es mal vorzuschwächen. Und dann kommt ein Erdbeben hinterher. So, Flammenwurf. Es ist jetzt nicht sehr effektiv, aber es wird ein bisschen was abziehen. So. Und Konter. Ja, seht ihr, fehlgeschlagen. Weil eine... ist auch eine fiese Sache, wenn es Konter kann. Jetzt stellt euch vor, ich hätte es jetzt mit Erdbeben angegriffen. Es hätte ein KP übrig gehabt. Und dann benutzt es Konter. Dann greift es mich mit der doppelten Stärke von Erdbeben an und dann wäre Tunupto hinüber gewesen. Das wäre nicht gerade gut. So. Und deswegen habe ich es jetzt mehr oder weniger ausgetrickst. Hehe, Erdbeben. Was, Knirscher? Nein. Fies. Aber Tunupto steckt das doch locker weg. Genau, so. Erdbeben. Shake it, baby. Dich mache ich fertig. So, und Hundemon ist hinüber. Sehr gut. So, was kommt nun? Empoleon. Okay. Empoleon, Napoleon, Empoleon, Napoleon, Sonnentag. Dann wird gleich mal die Kraft seiner Wasserattacken geschwächt, denn es macht Kaskade. Aber jetzt nur noch mehr halb so stark. So, vielleicht überleben wir das sogar noch, wenn wir Glück haben. Ja, sehr gut. Gleißendes Sonnenlicht. So, Empoleon hat ja eine einzigartige Typkombination, Wasser-Stahl. Das heißt, es ist jetzt gegen Pflanze, glaube ich, nicht mehr anfällig, weil es ja auch ein Stahltyp ist und Pflanze ist nicht stark auf Stahl. Also benutze ich lieber ein Erdbeben. So, das dürfte auch ordentlichst wehtun. Ja, sehr schön, hat sehr viel abgezogen und Durchbruch. Und zack. Das ist natürlich jetzt obergemein. Aber naja. So, Tunupto wird besiegt. Dann werde ich jetzt wohl Machima nehmen. So, Machima, komm raus. Streng dich an, Machima. Macho, Macho Man. So, ja, Wuchtschlag sollte eigentlich ausreichen. So, Metallklaue. Das beeindruckt mich aber nicht wirklich. So, tick dies, Wuchtschlag. Ebenfalls anfällig gegen Kampf und somit ist Empoleon hin, Leute! Volltreffer, geil! So, aber jetzt kommt... jetzt kommt erstmal ein bisschen Sonnenlicht natürlich, aber jetzt kommt vor allem noch Staraptor. Oh mein Gott.
Dagegen habe ich ja mit Matschmeller da äußerst schlechte Karten. Ja, Bedroher vermittelt auch noch den Angriff von Matschmeller richtig fies. Ich könnte jetzt entweder eine Steinkante verwenden oder einen Donnerschlag, aber ich glaube, ich mache sogar einen Wuchtschlag, falls ich die Attacke, die Staraptor jetzt noch machen wird, überleben sollte. Dann kann ich es wenigstens zu 100% verwirren. So, Aeroas, ne, das habe ich mir gedacht, voll fies. So, bitte überlebe, Matschmeller, überlebe. Nein, es war auch noch ein Volltreffer. Fies. Na warte. Das wirst du büßen, du blöder Vogel. Jetzt steht's, es geht's um 1 gegen 1. Jetzt geht's um die Wurst. Los, Blitzer. So, Blitzer trägt das Wahlglas. Es kann zwar nur eine einzige Attacke dann benutzen, aber das wird der Donnerblitz sein. Und der wird um 50% stärker sein, also hat es so gut wie verschissen. Donnerblitz. So, Ruckzuckhieb, lächerlich, damit wird es mich nicht besiegen. Unmöglich. So, Donnerblitz! Und jetzt stirb! Dieser Vogel ist dem Absturz geweiht. Komm schon. Jawohl! Ich hab's ihm voll gegeben, Leute! Ich habe ihn besiegt! Yes! Spiele bis Kammerdiener Perenus! Meine Pokémon trifft nicht die geringste Schuld. Ich ziehe meinen Hut vor deinem Können. Du trägst doch gar keinen Hut. Alex, du verfügst wahrhaft über unglaublich viel Talent. Ich habe all meine über Generationen erworbenen Erfahrungen und Finessen eingesetzt. Dennoch gelang es mir nicht, mich gegen deinen genialen Kampfstil zu behaupten. Ich werde Lady Cadlea wegen meiner Niederlage beschwichtigen müssen. Alex, bitte komm bald wieder in unser Kampfpalais. Wir wären erfreut und geehrt, dich wieder hier begrüßen zu dürfen. Das Ganze mal voll vergessen. Pirenus, Papier für diesen Trainer sofort. Da kommt er gleich wieder zurück. So, gut gemacht, Alex. Legendary hat mich angewiesen, die 14 PP zu belohnen. Ist mir doch egal. Ist zwar jetzt nicht viel, aber Hauptsache, ich habe gewonnen. So, Kampf über Speichern. Nö, vergiss es. Glückwunsch zu 7 in Folge gewonnenen Kämpfen. Alex nimmt diese GP als Lohn für deine ehrbaren Anstrengungen. Alex erhielt 20 Gewinnpunkte. Yeah, super. So, alle Items, die wir für dich aufbewahrt haben, werden zurückgegeben. Puh, na bitte. Geschafft. Und ich gebe zwar zu, ich habe die Pokémon jetzt geschwächt um 5 Level, aber das war mir egal. Leute, ich wollte gewinnen und ich habe gewonnen. Ja, Glückwunsch, der Preis hat den Sieg, das ist ein schmuckes Erinnerungsfoto. Das Silberfoto wurde in den Kampfkampf von Alex gesendet. Genau. Ja, hoffentlich bist du bald mal höher, das kannst du mal voll vergessen. Ich komme nie wieder, nö. Ganz sicher nicht. Man kann ja von allen Kampfkoreografien auch noch ein Goldfoto bekommen, aber dann müsste man noch öfters hier antreten und in Folge gewinnen und dann haben die ja noch ganz andere, viel stärkere Pokémon. Na gut, Leute, das war jetzt das Kampfpalais und das heißt, im nächsten Part kommt dann die Einrichtung, vor der ich mich persönlich am allermeisten fürchte. Nämlich hier die Kampffabrik, wo mit Leih-Pokémon gekämpft wird. Oh Gott, ich hasse die Kampffabrik, die habe ich schon in Smaragd gehasst. Aber es führt leider kein Weg dran vorbei. Im nächsten Part dann also die vorletzte Einrichtung der Kampfzone, die Kampffabrik. Mal sehen, wie ich mich da behaupten werde. Ich hoffe natürlich, dass ich auch da die Kampfkoryphäe überhaupt mal zu Gesicht bekomme und dass ich sie dann noch besiegen kann. Also, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Pokémon HeartGold in der Kampfzone, Leute. Macht's gut und tschüss!